Hallo ihr Lieben, so jetzt auch sozusagen persönlich. Leo ist mittlerweile wieder wach. Schon, den habe ich gerade gestillt und ja, ich habe die Zeit natürlich genutzt in der Zeit, die er schläft, um mal wieder zu arbeiten. Das ist einfach, ja, ich liebe es an meinem Projekt, will ich eigentlich gar nicht mehr sagen, an meiner Selbstständigkeit, an meinem Unternehmen, an, ja, meinem Traum zu arbeiten. Ihr wisst ja, den Muckelwunder-Baby-Bauchclub, es macht so Spaß, also ja, ich bin jedes Mal happy, wenn ich da so ein paar Minuten dann eben Zeit habe, da dran was Neues zu machen. Und ja, das habe ich gerade gemacht. Leo hat mich gelassen. Und zwar habe ich noch ein neues Bonusmodul für meine Mitglieder gerade fertig gemacht. Ich hatte nämlich noch eins offen, das ich in der Schwangerschaft gefilmt habe. Und da ging es um den Ohne-Mama-Notfallplan, den ich entwickelt habe. Den habe ich ja selber natürlich ausgefüllt in der Zeit, wo ich einfach nicht hier zu Hause bin. Wo Nino nicht durch mich betreut werden konnte, sondern eben durch meinen Mann bzw. meine Mama, als mein Mann eben auch mit im Krankenhaus war. Und ja, da habe ich wirklich alles Relevante aufgeschrieben zu Nino, was man eben wissen muss, wenn eben Mama nicht da ist. Der ohne Mama Notfallplan. Und das hatte ich damals noch gefilmt gehabt, als ich den fertig gemacht habe. Und das Video habe ich jetzt eben auch fertig gemacht, hochgeladen und eben meinen Mitgliedern zur Verfügung gestellt und ja, eben gerade noch eine entsprechende Mail rausgeschickt. Und das Ganze gibt es dann, so sieht es dann da eben aus, wenn ihr euch ja, anmeldet. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. Das Ganze habe ich jetzt in den 8. Schwangerschaftsmonat gepackt. Und wenn man dann hier durchgeht, hier sind dann natürlich wieder der Brief vom Baby und dann haben wir hier die Aufgaben mit dem Fokus Mama. Ihr kennt ja, denke ich, mittlerweile den Aufbau von meinem Club. Und dann kommt hier nach dem ganzen Part, der immer gleich ist, kommen hier bei den meisten Schwangerschaftsmonaten eben die Bonusinhalte und dann kommt eben hier jetzt ganz neu für meine Mitglieder der ohne Mama Notfallplan. Genau, und ja, da habe ich dann hier eben entsprechend natürlich für den Nino zuständig ist. So, aber eben, das habe ich eben noch gefilmt, um mich zu besuchen oder eben natürlich auch, als ich ja schwanger war. Das waren auch so ein bisschen die letzten, wann habe ich den denn geschrieben? Ich glaube, ja, eben auch im Ende des 8. Schwangerschaftsmonats, meine ich. Und ja, den gibt es jetzt, wie gesagt, für meine Mitglieder. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ihr habt es vorher auch gesehen, ich habe wieder eine schöne neue Willkommenskarte geschrieben. Ich durfte wieder ein neues Mitglied in meinem Club begrüßen. Und das war auch eine Schwangere, die am Vortag meinen Babybauchclub Free gebucht hat. Das ist ja der Club, in den ihr wirklich kostenlos reinschnuppern könnt, wo ich euch so ein paar Dinge freigeschaltet habe, dass ihr einfach euch mal einen Eindruck machen könnt vom Babybauchclub. Und ja, die hat den Club an einem Tag gebucht, den Free, und am Folgetag ist sie dann direkt Mitglied geworden. Und ja, einmal die Woche schreibe ich ja die Karten für die neuen Mitglieder. Ich habe das ja mir immer so ein bisschen aufgeteilt, was ich wann mache, dass ich da eben auch einfach so ein bisschen mit meinen Aufgaben hinterherkomme. Und ja, heute war wieder das Schreiben der Karten für die Mitglieder, die in einer Woche dazugekommen sind, an der Reihe. Und ja, da freue ich mich, dass ich heute wieder eine rausschicken kann. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerade schwanger seid, wenn ihr Lust habt, eure Schwangerschaft wirklich von Anfang an perfekt zu organisieren, zu strukturieren, wenn ihr euch nicht fragen wollt, was muss ich eigentlich alles in einer Schwangerschaft erledigen und wann muss ich was erledigen und wie mache ich das am besten und ich habe eigentlich gar keinen Plan, guckt euch den Babybauchclub an. Ich nehme euch da eure komplette Schwangerschaft an die Hand und ja, zeige euch, was ist alles zu tun, wie macht man das am besten. Ich habe ganz, ganz tolle Videos für euch vorbereitet, ganz, ganz tolle Workbooks und wirklich alles, wie gesagt, schon auf die einzelnen Schwangerschaftsmonate verteilt. Also ihr habt immer ein bisschen was zu tun und
könnt ihr somit die Vorfreude auf euer Baby steigern. Aber dadurch, dass eben wir von Anfang an anfangen, die Aufgaben zu erledigen, ist dann ja zum Schluss nicht so viel mehr zu tun, sondern ihr habt wirklich über den kompletten Zeitraum schon alles in kleinen Häppchen vorbereitet, immer wieder was gemacht und könnt dann am Schluss euch entspannt auf euer Baby freuen und wisst eben, ihr habt wirklich auch alles getan, was getan werden muss und eben auch schon gewisse Dinge vorbereitet für die Zeit, wenn euer Baby auf der Welt ist. Denn auch das machen wir schon ja, in der Schwangerschaft, dass ihr euch danach wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können, nämlich mit diesem süßen kleinen Wesen hier ganz, ganz, ganz viel kuscheln und ja, erstmal die Zeit als Mama genießen und ja, dann nicht noch super viel ja, organisatorisches legen, denn auch das hört nach der Geburt erstmal nicht auf. Da fallen auch noch wirklich viele Dinge an und auch die bereiten wir schon ganz toll in der Schwangerschaft vor. Also ich freue mich, euch da ja in dieser besonderen Phase eures Lebens zu begleiten, an die Hand zu nehmen, euch an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen und ja, deswegen freue ich mich über jeden, der bei mir Mitglied wird und den ich dann eben begleiten und unterstützen kann. Und ja, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich lebe wirklich für diesen Club. Ich habe da so eine Freude dran. Ich habe so viele tausend Ideen, was ich noch für euch alles machen möchte. Also es wird immer größer, immer umfangreicher, was ihr da von mir bekommt. Und ja, ich gebe mein Bestes und habe da auch wirklich ja, eine super, super große Leidenschaft dafür. Also schaut es euch sehr, sehr gerne an. Ja, und irgendwie ist meines Erachtens nach gefühlt plötzlich Sommer geworden. Ich weiß auch nicht. Also mir fehlt immer diese wirkliche Übergangszeit. Also, dass man wirklich sagt, okay, jetzt wird es so langsam wärmer und man kann sich auch so ein bisschen vom Kreislauf her und auch mental darauf einstellen, okay, Frühling und Sommer. Aber irgendwie ist jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das wird immer so mit einem Schlag und dann ist man auch total erschlagen von dieser Hitze. Aber ihr seht, Baby ohne Söckchen und in seinem Sommeroutfit habe ich euch ja, glaube ich, neulich auch mal ein Video und Vlog zugedreht, was ich dem Leo ja, zum Sommer jetzt so anziehe. Und was ich mir jetzt auch überlegt habe, das wollte ich nämlich jetzt gerne mit euch machen, wenn ich mit ihm unterwegs bin und ich mal nicht den Kinderwagen dabei habe, sondern das Tragetuch, habe ich das Gefühl, es wird jetzt, wenn es so richtig heiß draußen ist, ihm einfach viel zu warm. Und ich wollte jetzt gerne mal die Babytrage. Ich habe ja hier noch diese von Ergo Baby, die ich mir damals auch beim Nino schon zugelegt hatte. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich ihn da jetzt dann mit trage, jetzt ist er ja nicht mehr so ganz klein, jetzt ist er ja 4 Monate alt. Ach Gott, schon 4 Monate, es geht so schnell. Dass er da einfach auch so ein bisschen luftiger ist, als eben so ganz eng eingeschnürt im Tragetuch, weil da ist ja wirklich auch alles hier an den Seiten von ihm zu. Und in der Trage, denke ich, hat das einfach dann jetzt auch ein bisschen luftiger und er ist ja jetzt dann auch, wie gesagt, nicht mehr ganz so mini. Wenn ja, die Babys so ganz klein sind, dann habe ich die echt immer gern eher im Tragetuch, weil ich das irgendwie ja vom Körpervolumen einfach so ein bisschen besser finde, wenn die so eher eng und zusammengeschnürt sind. Aber wenn sie so ein bisschen größer werden, dann finde ich so eine Trage wirklich super. Und ich habe die bei Nino auch echt oft noch im Einsatz gehabt, auch relativ lange noch. Ich glaube, das letzte Mal, als ich die mit Nino im Einsatz hatte, da war er knapp über anderthalb sogar. Ich meine, das war sogar in einem der... Ja, Schatz, versuchst du dich zu drehen? In einem der ersten Hausvlogs. Möchtest du den wieder auf dem Rücken? Hm? Ich war so... Ja? Ja, hi. Ja. Bitte ganz viel erzählen. Ganz viel erzählen. In einem der ersten Hausvlogs, da hatten wir nämlich ein paar Termine im Haus und da hat er dann sozusagen seinen Mittagsschlaf drin gemacht. Und ja, dementsprechend, ich habe sie mir jetzt mal hier hingelegt, ist die Trage natürlich auch noch auf Nino eingestellt und nicht schon auf Leo. Es gibt hier nämlich so ein paar... ja, Einstellungen, die man machen kann, gerade hier zum Beispiel, die Breite sozusagen, also da seht ihr auch, es ist alles immer gut gekennzeichnet, es hängt mit der Körpergröße auch zusammen und ich denke, ich werde es jetzt mal für den Leo erstmal auf die kleinste Einstellung machen und dann einfach ihn mal reinsetzen und schauen, wie es dann passt und dann kann ich es gegebenenfalls immer noch auf die andere Einstellung ändern, aber ja, ich denke, das müsste eigentlich noch ganz gut passen.
Und ja, dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere. Oh, so, Klettverschluss hebt wirklich gut. Hier die Größe der Träger und hier vorne auch noch, wie breit das dann tatsächlich alles sein soll. Und da muss man gucken, ob ich hier vom Umfang her auch noch gut reinpasse. Aber ja, also ich möchte das jetzt einfach mal mit ihm ausprobieren, dass die eben startbereit ist. Vielleicht benutze ich die dann auch schon direkt heute Nachmittag. Und von daher würde ich mir die jetzt einfach mal umschnallen und dann Leo mal reinsetzen und schauen, ja, inwieweit wir da noch Anpassungen nehmen müssen. Ne? Ja, probieren wir das mal aus mit der großen Trage. Probieren wir das mal aus. Ja? Bist du gut drauf? Können wir das kurz probieren? Ja? Ja, es ist übrigens hier. Ich bin super zufrieden. Also ich nutze die Decke hier diese genauso oft wie bei Nino damals eben gerade, oder vorher ehrlich gesagt. Habt ihr gesehen, er hat da drin geschlafen. Das ist ja hier diese Einschlagdecke, die man mit diesen Klettverschlüssen zumachen kann. Und jetzt liegt er hier eben als kleine Krabbeldecke hier drauf auf dem Boden, dass er eben nicht direkt auf dem Teppich liegt. Ne? Da hast du es ein bisschen wärmer und weicher. Ja, und wenn mal was noch rauskommt vom Stillen, dann ist das nicht schlimm, ne? Ja, dann können wir die einfach waschen. Ja, also kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Die ist super, ja, also ich finde sie super toll zum Einsetzen. Ich liebe die wirklich und überhaupt nicht teuer. Also ich finde, da hat man wirklich sehr, sehr viel davon. Und ich kann nur empfehlen, so eine kleine Decke sich zuzulegen. Die reicht nämlich am Anfang, wenn sie noch nicht mobil sind, auch echt gut, ne? Pack mal die unten nochmal in die Infobox. Ja? Ich schnall die mir jetzt einfach mal zuerst hier um die Taille und guck, ob das vom noch passt. Ja, das sieht ganz gut aus. Wichtig ist eben, dass hier diese Stütze auch wirklich im Rücken ist. Also man kann sowohl hier noch ziehen, als auch hier an der anderen Seite, dass das wirklich auch richtig schön hier unterstützt, weil je schwerer die Kinder werden, man kann diese Trage ja wirklich, ich weiß gar nicht bis zu wie viel Kilo, aber ich glaube bis 15, 16 Kilo, wenn die Kinder, also ich meine, Nino ist jetzt fast 3 und der hat ungefähr dieses Gewicht, also man kann die ja auch sich auf den Rücken schnallen und da muss man schon schauen, dass das Gewicht auch richtig gut sich verteilt, dass man da nicht Probleme als Mama mit dem Rücken bekommt und das schnallt man sich hier sozusagen um und dann kann man sich eigentlich das Baby schon holen, hier reinsetzen. Ich habe dann immer schon wenn man das alleine macht, einen Träger hier schon fertig eingeschnallt gehabt und auch dieses Teil hier für den Rücken und dann muss ich nämlich mir nur noch dieses zweite Teil hier angeln und dann sitzt es auch schon fest und jetzt hole ich mir mal den Leo. So, Baby ist am Start und ich setze den jetzt hier einfach so hier drauf. Man muss ihn immer gut festhalten und Beinchen schön auseinanderspreizen. Ja, wichtig ist ja, also ich muss dazu sagen, ich bin keine ausgebildete Trageberaterin, aber das ist eben das, was ich mir so angeeignet habe als Wissen, was in Bezug auf Tragen geht, weil es natürlich wichtig ist, dass man da das so macht, dass die Babys eine gute Haltung haben. Also wichtig ist wirklich immer, dass die hier diese Spreizhaltung haben. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, dann tue ich das mir hier einmal über den Kopf und schlüpfe hier schon durch und dann ist nämlich hier der eine Träger schon gut und hier hinten am Rücken nehme ich mir jetzt einfach noch das und tue das hier vorne rein, so, und dann ist hinten nämlich auch schon geschlossen, dann kann man das nämlich wirklich sehr gut alleine auch sich anziehen, so, und dann eben gucken, dass das Baby gut da drin sitzt, also man sagt ja immer, man soll das Baby auf den Kopf küssen können. Das heißt nicht zu niedrig und auch nicht zu hoch, weil er darf natürlich auch nicht, hier zu hoch bei mir am Kinn sitzen. Sonst habe ich ja auch gar keine Bewegungsfreiheit mehr. Aber ich sehe gerade, jetzt muss ich mal gucken, es ist eigentlich so an sich noch relativ gut eingestellt. Also ich glaube, ich muss hier gar nicht so viel ändern. Also hier seht ihr diese Anhock-Spreiz. Diese, gefällt es dir hier drin?
Diese Unhock-Spreiz-Position heißt das, glaube ich, also dass wirklich die Knie, seht ihr das hier, die Knie sind hier, über dem Popo sind, dass das wie so eine Art M hier ergibt. Also das ist ganz wichtig für die Kleinen und was auch wichtig ist, dass der Rücken immer schön eingerundet ist. So ist nämlich das Gewicht, also so sitzen die praktisch nicht, sondern werden eben gut hier durch die Trage gestützt, weil die sollen ja noch nicht sitzen in dem Alter. Und dadurch, dass die hier praktisch mit dem Popo unten drin hängen, ist das für die Gelenke und für die Wirbelsäule von den Babys gut. Es ist auch im Tragetuch so, dass die richtig schön den Rücken einrunden sollen. Und ja, hier habe ich jetzt die Kopfstütze, ist so hochgekommen, sehe ich gerade noch von, ja, so mit den Schnullerungen, Schatz. Oder magst du nicht mehr? Magst du nicht mehr? Hier ist eben noch so eine. Wir holen mal kurz den Schnuller. So, Schnuller. Die finde ich auch super praktisch hier, diese Kopfstütze, die kann man sowohl hier runterklappen. Wenn die Kleinen wach sind, so würde ich es dann jetzt machen. Wenn er wach ist, dann kann er hier sozusagen ein bisschen besser rausgucken. Und wenn der Kleine dann schläft, dann kann ich die einfach hier mit den Knöpfen so hoch. Und dann ist er auch nochmal richtig gut gestützt vom Kopf und kann ganz entspannt schlafen. Und das ist das hier, was ich eben gemeint habe. Hier ist halt wirklich offen. Und ich denke, das ist wirklich, wenn es jetzt so heiß ist, zum Tragen dann doch ein bisschen besser, als wenn hier wirklich komplett auch nochmal geschlossen wäre von dem Tragetuch. Also da kommt, denke ich, ein bisschen mehr Luft hin. Und was ich auch noch super finde, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Apropos Sonne. Wir haben nämlich hier noch so ein kleines, ich würde es jetzt mal Sonnensegel nennen. Das kann man dann nämlich hier auch nochmal so hochklappen und dann kann man das hier mit so Druckknöpfen da auf den Schultergurten festmachen, auch unterschiedlich einstellbar. Und dann kann er zum Beispiel, wenn er hier drin schläft und die Sonne scheint, kann ich nämlich dann auch seine Mütze weglassen. Ich bin ja ein Verfechter davon, ein Kind muss immer eine Mütze draußen aufziehen, egal welches Alter, egal welches Wetter, Winter, Sommer, entweder zum Schutz vor Kälte oder zum Schutz vor der Sonne. Also ich, meine ganz persönliche Meinung, und da kann ich ihm aber hier, wenn er dann da drin sitzt und schläft und ich dieses Sonnensegel oben drüber habe, diesen Sonnenschutz, dann ist es nämlich auch nochmal ein bisschen luftiger am Kopf, aber er ist trotzdem vor der Sonne geschützt. Und apropos vor der Sonne geschützt, so sieht es nämlich jetzt aus, wenn er hier drin sitzt, der kleine Mann. Und ja, die Füßchen sind natürlich dann trotzdem hier gucken raus. Also da muss man dann natürlich gucken, dass man da dann entweder doch Socken anzieht oder ja, dass man eben hier die Füßchen doch mit ein bisschen Sonnencreme eincremt, weil das wäre natürlich fatal, wenn man hier vielleicht dann doch länger mal das Baby trägt, man unterwegs ist und ja, dann holen sich die kleinen zarten Füßchen vielleicht einen Sonnenbrand. Das will man natürlich nicht, sollte man natürlich in jedem Alter vermeiden, einen Sonnenbrand zu bekommen. Aber gerade wenn sie ganz klein sind, beziehungsweise Kinder generell, finde ich das sehr wichtig, dass man da auch nochmal auf einen guten Sonnenschutz achtet. Und ja, in dem Fall würde ich wahrscheinlich die Füßchen je nach Temperatur dann wirklich... Oh ja! Hi! Hi! Entweder ganz leichte Socken anziehen oder tatsächlich ja, eincremen. Das schauen wir dann mal. Aber so sieht es bisher ganz gut aus. Bin mal gespannt, wie es sich... Magst du jetzt nicht mehr? Hol mal dich wieder raus. Wie es sich dann jetzt bewährt. Aber ja, ich glaube, eine neue Ära. Ne? Hier sind wir aus dem Tragetuch jetzt dann raus. Mal schauen, sie werden so schnell groß. Das ist jetzt irgendwie doch nochmal wieder was anderes, das Baby hier drin zu haben wie im Tragetuch. Aber ich denke für zu Hause oder so. Ja, da wollte er wieder aus der Trage raus, ist ja aber auch okay, er hat ja gerade erst geschlafen, soll ja jetzt nicht hier wieder einschlafen, da wollte er jetzt einfach ein bisschen gucken, ne? Aber jetzt haben wir sie auf jeden Fall mal eingestellt und
wenn ich dann das nächste Mal nicht den Kinderwagen draußen dabei habe, vielleicht auch, wenn ich das nächste Mal auf die Baustelle fahre, da ist ja dann auch immer ganz praktisch, ihn einfach in der Trage zu haben und dann wirklich auch die Hände frei zu haben. Wenn ich dann irgendwas angucke, dann nehme ich ihn da wahrscheinlich dann einfach mal in die Trage rein. Da freue ich mich dann schon drauf und bin gespannt, wie es ihm da so dann drin gefällt und ja, ob er dann auch gut da drin schläft. Weil bisher ist ja Tragetuch immer ja, das Nonplusultra gewesen. Also wenn gar nichts mehr geht, wenn gar nichts mehr geht und die Laune wirklich absolut am Tiefpunkt war, hier, dann ist ja das Tragetuch wirklich immer die safe Variante gewesen, dass der Kleine dann happy ist und schlafen kann. Und ne, ganz nah bei Mama ist halt am tollsten. Ja? Yeah? Ne? Ja, genau. Ja? Ja? Ist das süß? Ja, du bist so süß. Du bist so süß. Hi, ja? Ja? Naja, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, ich bin eine Mama, die sehr, sehr gerne ihre Babys trägt. Ich finde es einfach ja so was Schönes, Kuscheliges und Inniges und Nahes. Und ja, es geht eben irgendwie nur am Anfang, dass man die so viel trägt. Und ja, ich habe es wirklich gerne. Jetzt bei den heißen Temperaturen muss man dann eben schauen, wie das klappt, ob es für Mama und Baby dann angenehm ist. Aber ja, ich denke, die Trage ist dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen angenehmer wie das Tuch. Genau, ich werdet bestimmt die Trage auch noch mal im Einsatz sehen. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen spielen und dann geht es für uns schon wieder Richtung Kita, die Nino abholen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem wann ihr dieses Video schaut, und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben!